Bilder der Tierschutzorganisation Animal Equality. Eine spanische Kaninchenmast, exemplarisch für ganz Europa, so die Tierschützer. Eitrige Wunden, gebrochene Läufe, sogar Kannibalismus. In Deutschland gelten eigentlich schärfere Regeln, doch die Übergangsfristen sind lang. Enge Käfige mit Gitterböden gibt es also auch noch bei uns. Wir haben hier die Problematik, dass die Läufe entsprechend wund gelaufen werden und es zu Vereiterungen, Verletzungen kommen kann und kommt. Wir fordern als Tierschützer, dass sie auch freien Auslauf bekommen und vor allen Dingen, dass sie mehr Fläche zur Verfügung gestellt bekommen, so wie wir es hier sehen. Sie finden Gras, heulig bereit, auch Rückzugsmöglichkeiten. Hier gibt es mehr Platz und keine Gitterböden. Ein System, das vor allem in Holland eingesetzt wird. Der Mehraufwand rechne sich aber nicht, beklagen die deutschen Betriebe. Vor allem mit Wettbewerbern aus dem Süden oder Osten Europas. Und für die vielen Hobbymester gäbe es gar keine Regeln, so der Verband. Ein europaweites Verbot der Käfighaltung. Das EU-Parlament ist dafür. Entscheiden müsste es aber die EU-Kommission. Und die hält die Füße still. So lange bleiben Kaninchen in Europa Wegwerfware. Der Kunde wünscht schließlich billiges Fleisch.